Jojo Leute, was geht ab? Mustihaft hier, aka Multihaft, aka Großschwänziger. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall hat Karan Javi ein neues Video hochgeladen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Es ist wieder soweit. Aber bevor das Ganze anfängt, wollte ich nur mal ganz kurz sagen, wir sind jeden Dienstag, Mittwoch und auch Donnerstag jederzeit. Um 19 Uhr sind wir live. Deswegen kommt immer bei Twitch vorbei, Digga. Können wir ein bisschen quatschen, ein bisschen chillen. Das gleiche auch natürlich für Discord. Und ja, so ein kleiner Offline-Stream heute. Deswegen rede ich so direkt zu der Kamera. Tamam, okay. Karan Javi hat wie gesagt ein neues Video hochgeladen. Es ist wieder soweit. Let's go. Ja, da sind wir wieder. 365 Tage später am selben Ort in Duisburg, wo alles angefangen hat, Leute. Oh no. Ich kann mich selber nicht ernst nehmen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich lachen soll. Aber Leute, das ist die Realität, ja. Das Leben geht weiter. Daran merkt ihr auf jeden Fall, dass wir in Duisburg sind. Leute, im Laufe des Videos werdet ihr auf jeden Fall verstehen, warum wir hier sind, was wir vorhaben. Vielleicht haben die meisten es schon verstanden. Ich bin bei meinem Lieblingsanzugsladen, Buggyman. Und wir werden noch diverse andere Läden besuchen, denn wir haben heute was Wichtiges vor. Wir machen heute die Vorarbeit. Wir suchen mir einfach mal genauer erklären, Leute, warum es so früh schon dazu gekommen ist, ja, warum ich diesen Step wieder eingehe. Ja, es ist wirklich, ja, also ich weiß nicht, soll man es jetzt Zufall nennen, Schicksal? Genau. Bro sieht majestic aus, holy shit. Guck mal diese Haare an. Üff. Ein Jahr, es ist jetzt her. Wir gehen wieder in Ramadan rein. Und dasselbe Spiel beginnt von vorne. Aber das ist das Leben, Leute. Das Leben geht weiter, ich würde mal sagen. Wir labern nicht viel rum. Wie gesagt, im Laufe des Videos, ich erkläre euch noch ein bisschen. Wir gehen jetzt erstmal, komm mit Beske. Wir gehen zu unserem Anzugsladen. Beske? Buggyman. Ich erkläre euch noch ein bisschen. Wir gehen jetzt erstmal, komm mit Beske. Wir ja, gehen Beske. zu unserem Anzugsladen. Buggyman. Wir benötigen nämlich einen Anzug. Was für ein Anzug und wofür, das erfahrt ihr gleich. Oh, Beske, guter Kameramann, ich merk's schon, Digga. Stark, Digga, stark, bra. Leute hier, ihr wisst, meine Nummer 1, ja, in ganz Deutschland, nicht Duisburg, in ganz Deutschland. Hier hole ich meine Anzüge, ich weiß nicht, beim letzten Mal hatte ich nicht so viel Glück, aber vielleicht. Vielleicht dieses Mal. Bruder, ich brauche von dir zwei Anzüge. Ich brauche erstmal was für, sage ich mal, verlobungsmäßig. Einen davor, wieder so eine Farbe, die auffällig ist. Und dann brauche ich was Knalliges, irgendwas wieder, was du einliefern lässt aus Milano. Irgendwas, wo ich reinhauen muss, Bruder. Ja, dieses Mal übertreiben wir. Auf Brabus wieder. Wir hauen wieder auf Happy Ending nochmal. Tamam, kriegen wir. Ja? Shit, yeah, let's go. Letztes Jahr, ich weiß noch, da hatte ich auf jeden Fall dunkelblau. Dunkelblau, ich glaube, das passt mir auch gar nicht mehr. Aber ich sag dir ehrlich, Bruder, dunkelgrün. Vertraut. Kommt gut, vertraut mir. Ich wieder anziehen. Doppelhändchen, nein. Danach hatte ich noch einen, so in weiß noch, braune Hose, beige Jacke. Genau. Den hatte ich auch danach an. So eine Kombination gemacht. Und jetzt würde ich sagen, wieder so beige, aber komplett beige. Bei, also, ich zeig dir mal ein, komm mal. Das ist aber auch cool, ne? Grün, aha. Was sagst du dazu? Auch sehr gefragt, aber... Das ziehen auch so viele, ich weiß nicht, auch so, noch das ist nicht bei vielen Marokkanern, weißt du? So mit brauner Haut, das knallt richtig. Für Standesamt sehr gefragt. Für Standesamt? Ja, so kommt gut, Digga. Ich überlege gerade, soll ich eher so schon ein bisschen dunkler so, schlicht oder was Helles? Meiner Meinung nach, ich würde sagen, zieh sowas an. Oh. Oha, auf Muslim Christus angelehnt. Way, yo. Der kommt böse, ja. Gebrannt. Seht ihr mich da drin? Anzug ist schon cool, der kommt schon sehr nice. Bruder, du hast die Ahnung, ich hab Leute, gar keine Ahnung. Bruder, mein Gewicht ist momentan 85 Kilo, ich bin wieder runter. Ja, ich bin wieder, ich war bei 80. Ehrlich? Wieder ein bisschen hoch, Bruder, Fresskicks bekommen. Aber ja, ich glaube, du kennst meine Größe sonst so. Hoch. Bruder, sobald diese Haare geglättet sind und diesen Haarchen von vor 2 Jahren haben, geleckt nach hinten, da bin ich raus. Ja? Dann ist vorbei. Wir haben jetzt erstmal Hose, Hemd, so Stani, ne? Hose hier, passt, Bruder, wie eine 1. Okay. Brauchst keinen Gürtel, nicht zu eng. Schuhe, braun, ja. Normalerweise ist es auch schöner für die Veranstaltung. Normalerweise finde ich auch schöner ohne Krawatte und alle. Ja, weil wir sind gut aus, Digga. Für diese Veranstaltung sollte man schon einmal so ein bisschen feiner sich anziehen. Meinst du? So ein bisschen ja, klar. Ja, hast du recht, Bruder. Und dann auf dem Nachhauseweg so diese Krawatte. Ach, auf Zack, auf also ich muss sagen, Leute, die Schuhe kommen jetzt eine Nummer größer, die waren ein bisschen zu eng. Aber man kann sich das schon vorstellen, bildlich, ne, mit braunen Schuhen. So, sieht schon Max aus, ne? Abau.
Was hast du gemacht, Jan? Wallah, Max. Oder was hast du angestellt schon wieder, Max? Sag jetzt, soll ich eine heiraten oder vier? Jetzt sag du, soll ich an dem Tag zu vier Frauen gehen oder soll ich nur zu einer? Ja, super Kombi auf jeden Fall. Ja, ich mag es. Das ist krass, ne? Kann man machen, ja. Wie die Match mit den Schuhen. Ich würde den so mitnehmen, safe. Oder die Schuhe. Du weißt, ich habe 43, ich weiß, was ich gerade anhabe. Ich fühle mich gerade wie eine Frau bei GNTM. Jürgen Stummel. 41 Schlamm. Du musst kurz ein bisschen drücken, aber besorg ich dir. Ja, wir warten auf die anderen. Deswegen wundert euch nicht, warum ich gerade so gehe, Leute. Nebenbei, ich merke alleine an der Schnitt, hat auch Bess gerade das Video bearbeitet und gedreht, Digga. Starke Arbeit, Digga. Ich mag's. Kann man machen, ne? Walla, ich mag's. Diese Krawatte mit den Schuhen, diese Detail. Okay, Friends, wir wurden gerade unterbrochen, ja. Aber wie gesagt, wir sind jetzt bei Alenua, beim Juwelier, wo ich auch früher war, wo wir unsere Ringe rausgesucht haben, ja. Heute wieder mit ein bisschen Verstärkung. Wir haben unseren Bruder dabei. Salam alaikum. Alaikum salam. Bruder, du hast mir auch letztes Jahr geholfen. Immer, Bruder, bei sowas bin ich immer am Start. Anzug haben wir jetzt schon? Anzug haben Buggy wir schon. Von Buggy Man? Buggy Man. Wir müssen Ringe raussuchen. Jetzt geht's. Ja? Alenua, eins. Digga, warte mal, das ist doch. Hadi gel güzelim, uzaklara gidelim arabamla. Hadi gel güzelim, uzaklara gidelim arabamla. Adresse, Bruder. Hier fehlt was. Ich weiß. Und dieses Mal müssen wir ein bisschen toppen. Das heißt, du musst ein bisschen helfen. Das muss einmal verkauft werden. Diese Geld. Nein, Spaß, komm, wir gehen rein. Wie kann die Küste mit Glaspanorama nur Bares gebunkert im Suitcase? Am Tag ist Engel und nachts wird sie teuflisch. Ich glaube, das nennt man Two-Face. Riesen, Bruder, ist klar? Ist gut, Kam, wie geht's dir? Wir sehen uns leider früher. Ja, früher wie gedacht. Ja. Falls du dich daran erinnerst. Ich erinnere mich, ja. Das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr her. Genau, ein Jahr. Ungefähr ein Jahr kann man sagen. Brudi, wir brauchen, falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich glaube nicht. Wir brauchen. Doch, du hast es ja, klar. Du hast es, natürlich, natürlich. Ich brauche wieder Verlobungsringe und ein, ja, klar. Du hast es, natürlich, natürlich. Ich brauche wieder Verlobungsringe. Doch, du hast es ja, klar. Du hast es, natürlich, natürlich. Walla, er ist so süß, Digga. Walla, wie süß er ist, guck mal. Ich brauche wieder Verlobungsringe und ein, ja, ich sag jetzt mal okay. Antragsring. Antragsring. Also drei Ringe. Okay. Du weißt, was du mir früher gegeben hast. Genau. Ja, dieses Mal. Müssen wir toppen, oder? Ja, was Neues. Toppen wir das? Ja. Okay. Mit was fangen wir an? Mit ich würde sagen, wir fangen mit den Antragsringen an. Okay. Okay. Und danach dementsprechend können wir dann die Verlobungsringe anpassen. Ja, okay. Okay? Ja, safe. Wir haben letztes Mal, glaube ich, war das ein Brillant dir verkauft. Ja. Runden Stein. Ja. Ich glaube, das war. Bruder, yo, das ist. Zu klein. Das ist Cheddar, Bruder. Cheddar. Das kann er ihr schenken, wenn sie mal was richtig Schönes gekocht hat oder so, hä? Ja, das ist Bruder. Das ist Mittagessen. Der kann schenkt das zum Netflix-Abend, Bruder, ja? Bruder, das ist. Der kostet ungefähr 2000. Bruder, ist immer von der Frau abhängig, ne? Ein Video am Montag ist das drin. Nee, für die Leute auch, dass sie mal verstehen. Letztes Mal gab es einen runden Stein, ja, einen brillanten. Ja. Und diesmal würde ich sagen, nehmen wir etwas Schöneres, etwas Größeres. Bruder, guck mal, ich sag dir ehrlich, ne? Das ist auch immer so ein bisschen abhängig von der Frau. So, mal ist die Frau bescheiden, mal weniger. Ich sag dir so, wie es ist, letzten Endes. Das, was der Frau gefällt, das machen wir. Aber ich sag dir ehrlich, jetzt so, sie hat keine hohen, sage ich mal, Ansprüche. Aber ich will dennoch trotzdem was Krasseres geben. Soll schon was Schönes sein und soll dem nicht ähneln, dem Ring. Ich finde, bei sowas muss schon dezent, das muss klasse haben. Das ja, ja, ja. Das soll nicht direkt ins Auge. Du weißt, ich zeige euch gleich was, weil ich würde sagen, wir nehmen keinen runden Stein mehr. Etwas was anderes, etwas Neues. Richtig, du? Richtig. Damit du was Neues hast. Richtig. Was ein Neuanfang mäßig. Okay. Ich zeig dir mal was ungefähr, in welches Richtung geht. Das wäre der hier. Das ist ein Einkaräter, eckiger Stein. Radiant heißt der. Ja, GIA Certified. Also ich muss sagen, der sieht jetzt nicht so groß aus, aber irgendwie... Also der ist speziell. Der ist speziell, hat ja. Auch nicht jeder. Ist einzigartiger Ring. Weil heutzutage die Antragsringe alle rund sind, die Brillanten, verstehst du? Der hat schon irgendwas so, der sticht schon krass raus. Guck mal, Leute. Also was sagt ihr Mädels? Würde man sich als Frau darüber freuen? Ich guck mal einfach... 6.003, also wenn du dich darüber nicht freust, dann kriegt den jemand 6.300. Weißt du? Der hat übertrieben, der wird's dann. Wenn eine 5 davor ist, eine 5 muss davor sein. Okay. Und der Espresso geht auf dich. Der Espresso geht auf dich. Ey, du machst schon, du machst schon. Sehr fertig, bei chronischen Jobs. Okay, da haben wir schon mal den Antragsring erledigt. Bruder, ich weiß, du hast mir auf jeden Fall, guck mal, meiner war ganz bescheiden. Bei mir ist das voll egal. Ich kann nicht mal seinen Ring so lange tragen. Ich krieg irgendwie einen Tick, Bruder. Mach mir also wieder so Weißgold. Hier, das sind so diese Ringe zum Beispiel. Weißt du warum? Boah, Bruder, die hast du vor einem Jahr nicht, ne? Nee, das ist ganz neu reingekommen bei uns. Den können wir dann für dich. Der sieht wild aus, aber Gold dazu? Meinst du? So Frau, Mann, Gold? Frau, Gold. Also ja, aber. Das ist ein Modell, aber die Frau, in diesem Fall wollte die Frau etwas Goldenes. Okay, und der Mann Weißgold. Ja? Aber wir können die Farbe anpassen, ist ja kein Problem. Oder einfach, ich habe mich noch nie mein Leben mit so etwas beschäftigt, aber bald ist es soweit, ne? Am Digga. Ring, Ming, Haus, Maus. Ah.
Ich muss dich auf jeden Fall mal fragen, aber sagst du so, dass, also das geht, ne? Das geht natürlich. Da geht das. Ich dachte mal, Farben müssen gleich sein. Nein, muss nicht. Nein, geht. Guck mal, wer ist gefilmt das mal? Man muss sagen, hier ist das Krasse, das sieht man von vorne. Da sind Brillanten eingefasst. Darauf, das gefällt dir den Frauen, ne? Und dann hier oben nochmal so, was ist das denn? Reingraviert oder Stein? Was ist das? Nee, nee, das sind selber Optik, oder? Ein Muster. Genau. Boah, ist schon cool, ne? Und dann. Das sind massive Ringe, wie du spielst. Ach, warte mal. Aber meine hat keine Steine, aber dieses genau. Eingraviert, okay. Genau. Ne, ist cool. Das ist, ja. Also Leute, könnt ihr auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was würde cooler aussehen? So, das ist jetzt Weißgold, ne, mit Gold, also halt diese Farben. Und das für die Frau, oder sollte das auch in Weißgold sein? Ist beides schön. Also, beides schön, Geschmackssache. Ich finde halt nur eher, dass Weißgold jetzt besser zu ihrem Antragsring passen würde. Ja. Das ist ja auch nur ein Beispiel. Aber so vom Modell her ist es cool. Vom Modell her ist es das aktuellste Modell. Also die Ringe hätten wir soweit schon mal, ja. Ich brauche noch was sehr, sehr Wichtiges. Das hast du ja auch, Leute. Jede Frau möchte Gold. Das ist unsere Tradition. Da kommst du leider nicht drum rum. Ich brauche wieder von dir diese Blazik. Ich brauche diese Jumbo, diese Runde. Dafür müssen wir in unserem zweiten Alton Blazik um deinen Scheiß. Digga, das ist mir gerade eingefallen, weil an dieser Meme, der ist so hart. Wenn du mir die klar machst, ne? Lau, ich nehme die Maße von deinem Schwanz. Ich mach Alton Blazik um deinen Schwanz. Sheriff. Nimm deine Maße, ha. Koran, ich werde deine Maße nehmen. Ey, besser Mann, Digga, ich schwör's dir. Okay. Dieser Laden ist nur für Verlobungsringe und Trauringe, über Diamanten. Können wir rübergehen? Wir gehen jetzt ja, direkt komm. Rüber. Dann schauen wir uns an und danach machen wir alles fertig, ja? Leute, ich mach bald eigene Goldladen kaufen. Ich hab Albträume davon, aber ich sag euch ehrlich, was soll ich jetzt sagen, so, das nur, Bruder... Nein, nur weil jetzt du eine schlechte Erfahrung hattest, heißt es jetzt nicht, dass dein nächster Partner oder wer auch immer darunter leiden muss über deine Vergangenheit, ne, weil du etwas schlecht erlebt hast. Das ist auch immer von Menschen abhängig. True. True, Digga. Aber ich sag dir so, wie es ist, jede Frau hat dasselbe verdient, vor allem die neue Frau hat mehr verdient. Was soll ich dir sagen? Geld kommt, Geld geht. Hauptsache, die Frau ist glücklich, weil ist die Frau glücklich, dann bist du glücklich. Was soll ich dir sagen, Bruder? Es soll jetzt nicht an ein paar, keine Ahnung, Gramm Gold liegen und ein bisschen hier. Auch wenn wir später ein bisschen bluten werden aus den Hosentaschen, aber egal. Wir haben unseren Bruder hier, der macht das schon. Freunde, ich hoffe sehr, dass die Frauenseite und die Eltern sich dieses Mal sehr darum bemüht haben, um den ganzen Chase. Das ist nicht wieder so. Viel Spaß. Cheers, das Maximum. Okay, jetzt kommt der Part mit dem Gold, ja, da kommen wir nicht drum rum. Was auf jeden Fall Standard ist, guck mal, das, was ich brauche, ist, ich glaube, das sind die mittleren, ne? Genau, Tomahawk. Wir nehmen davon so, wie viele braucht man? 15, 20? Einmal. Also ich würde sagen, wenn wir eine 2-Meter-Kette anfertigen. Ja, einmal so, dieses hier drumrum. Genau, drumrum. Ne, von oben ist 2 Meter. Ja. Da würde ich sagen, 10, 15 Stück. Ja, mindestens so 15. Ja. Also auf jeden Fall das. Genau. Und dann brauchen wir diese... Preismäßig, Bruder. Was ist Preis dieser? Am Reifen, ich würde sagen 30 Gramm. Hier? Ja. Nur mal wieder 7, sich, weißt du ja. 30 Gramm, 10 Stück. Ja, aber die Anzahl gucken wir doch. Ja, ja. Ja, sowas in die Richtung soll es auf jeden Fall gehen. Hast du was für Hand anhalten? So, ich habe damals was Kleines gegeben mit Kette. Hast du irgendwas zu Armreifen? So was Schickes? Was Schönes? So ein Geschenk, so, genau. Was sie anziehen kann, so, ja, weißt du? Ja, ja, der ist schön, der ist die schön. Münze, 22 Karat. Oh, der ist schön. Das Gute bei Leute, das sind auch immer Wertanlagen. Ne? Ihr kauft euch zum Beispiel Armreifen von, ich will jetzt keine Marken nennen, aber ihr kennt diese ganzen Marken, ne? Mit Silber, was auch immer, wo dann Steine drauf sind. Und das sind alles keine Wertanlagen. Ihr verliert sofort Hälfte an Wert, aber bei sowas, ihr könnt noch einen Wert gewinnen, deswegen lohnt sich auch sowas zu holen immer. Okay, das sieht schön aus als Geschenk. Was ist das, Bruder? Willst du, dass ich heute pleite werde? Das habe ich rausgeholt, so, dass du vielleicht einen Tag davon an... Bruder, sieht schön aus. Bei wie viel liegen wir denn hier? Bei welchem denn? Sag mal den. Schau mal kurz. Hier bist du bei 7500. Ja, und da muss ich sagen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute im Santiago Bernabéu. Der ist schön. Der ist schön, ja. Der ist schön. Der ist momentan sehr trend, sehr aktuell. Mhm. Wenn der günstiger ist, ist er noch schöner. Dann gefällt er mir richtig. Der liegt bei 6875. Ja, so schön ist er doch nicht mehr. Wenn wir die Tage, Leute, die Ringe raussuchen, ja, also die bestimmte Farbe, werden wir auch hier das Finale machen, werde ich euch wieder mitnehmen. Dann werden wir uns entscheiden, was wir nehmen. Aber so ungefähr ist es klar. Einmal rum um den Körper, Geschenk, ne? Aha. Hochzeitskleid, Digga. Scheiße. Ja, Friends, jetzt sind wir im letzten Laden angelangt, ja. Gleich schließt das hier schon so gut wie alles. Wir sind bei Mia Sposa. Ich suche natürlich die Brautkleider nicht aus, aber ich muss hier ein paar gewisse Dinge abklären und schon mal nachfragen, weil diese Kleider sind, ja, oben komplett frei. Das geht natürlich nicht. Wir werden das anfertigen lassen, ja, das muss natürlich, also du hast gesagt, ihr könnt das so machen. Natürlich habt ihr auch Kleider, die sind nicht durchsichtig. Ihr könnt das hier oben alles zumachen. Richtig, wir können alles nach euren Wünschen, Maßen, wird alles extra für euch angefertigt. Heißt, das Kleid kommt dann genau, wie ihr das haben möchtet. Aber macht ihr das hier oder nicht? Türkei. So
sowohl als auch, aber eigentlich in der Türkei wird das hergestellt. Okay, wenn ihr das jetzt in der Türkei macht, sorry, ich unterbreche, also wie lange dauert das, bis das... Circa 3 Wochen. Sehr gut, sehr gut, das wollte ich wissen. Weil Leute, ihr müsst wissen, ungefähr wie auch beim letzten Mal, natürlich wird alles wieder bedeckt sein, man darf nur die Augen sehen, mehr wird man nicht sehen, also sollte schon komplett hier alles zu sein, das darf auch nicht so durchsichtig sein, dass ihr jetzt nicht unbedingt aufpassen muss, okay, darunter muss ich auch das und das tragen, wird auch bestimmt dann warm sein, weil das sind schöne Kleider, aber es ist dann schwierig natürlich was zu finden, was einen komplett bedeckt, ne? Sie kann dann hier kommt ihre Mutter, ne? Und dann guckt ihr einfach, was ihr gefällt. Und das Wichtigste ist, dass wir schon mal sowas abklären. Okay, alles muss zu sein, weil ich bin mir sicher, da werden wieder Bilder gemacht und irgendwas wird gelegt, und das mich am meisten ab, Leute. Das ist auf jeden Fall so das Erste, was man machen muss. Aber hätten wir das auch, okay. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was, keine Ahnung, was ihr so schön findet. Ja, super, sehr gut. Danke dir auf jeden Fall. Okay, Friends, ich glaube, das war's mit dem Video, ja. Unseren Anzug haben wir. In den nächsten Tagen holen wir die Ringe, das Gold ab. Ja, Mann, das wär's dann. Was soll ich noch sagen, Digga? Ich sag jetzt schon mal danke an all die lieben Nachrichten und auch danke an die ganzen Hassnachrichten, die Fake-Accounts, die auf TikTok rumkommentieren werden, was auch immer. Och, ich weiß schon, was auf mich zukommen wird. Aber Leute, auf ein neues, auf ein besseres Jahr, inshallah. Was soll ich sagen? Man muss es wieder versuchen, man muss das Ganze positiv sehen. Aus Fehlern kann man nur lernen und wachsen. In dem Sinne, lieber, wie gesagt, droppe ich das Video selber. Weil ich habe auch heute schon mitbekommen, so viele haben Bilder gemacht. Es gibt keine Privatsphäre mehr. Ich weiß, auch wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, ich muss damit rechnen. Aber trotzdem ist es traurig. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt irgendwelche Sachen rumgeschickt werden. Das war's mit dem Video. I love you, Leute. Pass auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Boah, Digga, da bin ich gespannt auf das nächste Video. Starkes Video, Digga. Sehr starkes Video. Kommt heute rein in den Livestream. Tschüss.